Hallo und herzlich willkommen, ich bin's der Jens, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien und heute melde ich mich mal wieder hier direkt von meinem PC, nämlich es geht um eine E-Mail, die ich gerade bekommen habe und auf diese E-Mail möchte ich auf diesem Weg direkt antworten. Ihr seht mich heute in einer etwas ungewohnten Kameraperspektive, denn neue Kamera gekauft, eine Vlog-Kamera. Heißt das eigentlich Vlog oder Vlog? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall so ein ganz kleines Teil, was man also überall mitnehmen kann. Und zwar der Grund ist, weil ich habe ganz viel Rückmeldung bekommen, dass er gesagt hat, zeig doch mal ein bisschen mehr von deinem Alltag und wie es so zugeht. Und jetzt ist immer große Kamera mitschleppen, immer blöd. Deswegen hier jetzt so eine ganz kleine und die macht so ein bisschen diesen Fischaugeneffekt. Ne? Also sieht alles etwas größer aus. Und die werde ich dann aber jetzt mitnehmen, wenn es demnächst auf die World of Trading geht und werde auch euch ein bisschen mehr hier aus dem Büro zeigen können. Ja, und ich sitze, wie gesagt, gerade jetzt hier bei mir am Rechner. Also ich kann euch das ganz kurz hier, kann ich euch hier zeigen. Ne? Und also hier TWS auf und E-Mail-Programm auf und so. Und da habe ich gerade eine E-Mail also aus der unteren Etage aus meinem Sekretariat weitergeleitet bekommen. Und auf die möchte ich direkt antworten, denn da habe ich mich sehr gefreut. Und zwar grüße ich damit erstmal den Franz aus Sauerlach. Sauerlach aus dem Süden von München und auch seine Frau Melanie. Er hat mir nämlich eine ganz tolle Mail geschrieben. Und zwar, dass er... Also ich will jetzt nicht zu viel auch private Dinge verraten, aber er hat mir eben geschrieben, er hat geschrieben im normalen Beruf, jeder Beruf ist ja irgendwie normal, ne? Ist der Handwerker und er tradet nebenbei und er ist da jetzt auch jetzt gar nicht so sehr im Thema Optionen unterwegs, sondern er macht Markttechnik, hat sich da mit Hilfe eines Coaches dann auch weitergebildet. Und er hat geschrieben, da freue ich mich schon mal, ich bin glücklich über die DAO-Theorie und Markttechnik, denn dieses Jahr ist mein erfolgreichstes bis jetzt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, das finde ich eine ganz tolle Sache, weil es eben zeigt, obwohl es immer viele Leute gibt, die das behaupten, dass es nicht so wäre, Trading kann man lernen. Jawohl, Trading kann man lernen, Trading ist ein Handwerk und es ist keine Kunst, es ist keine Raketenwissenschaft, jeder kann das lernen, der eine hat ein bisschen mehr Talent, der andere hat ein wenig weniger Talent, aber lernen kann man es definitiv und dass du das gemacht hast, finde ich schon mal ganz großartig und deswegen Daumen hoch, großen Respekt von dir. Und der Franz hat mir noch Dinge geschrieben, unter anderem eben, dass er für sich so ein bisschen, wenn ich das richtig herausgelesen habe, dass er auch für sich so findet, dass eben Trading ja auch viel mit dem Leben zu tun hat. Also, dass man vieles, wie man Trading angehen muss, dass man viele Dinge im Leben auch so angehen muss. Und da kann ich dir also nur zustimmen, Trading ist wirklich ein Gleichnis für das Leben in ganz, ganz vielen Dingen. Denn ich glaube, Menschen, die zufrieden mit ihrem Leben sind, die sind meist auch erfolgreich im Trading und die erfolgreich im Trading sind, die sind, zumindest die Menschen, die ich kennengelernt habe, meistens auch sehr, sehr erfolgreich in ihrem Leben und umgekehrt. Also es ist immer so, auf der einen Seite als auch auf der anderen. Und das liegt natürlich daran, dass man diese Dinge auch so angehen kann oder dass man sie gleich angehen kann. Einfach mal ein paar Punkte dazu. Wir haben hier bei uns in der Firma sehr, sehr erfolgreiche Kunden, die unser Coaching-Programm durchlaufen haben. Die verdienen teilweise so viel Geld, also die zeigen uns das ja dann auch teilweise mit ihren Kontoauszügen, die verdienen so viel Geld, dass ich sage, Mensch, eigentlich müsstest du denen dein Geld geben, die machen mehr Geld im Trading als ich. Und aber die haben auch teilweise dann wirklich große Konten, aber die machen das sehr, sehr gut. Und das Interessante ist aber, wenn ich mich mit denen unterhalte, dass bei denen allen, obwohl die teilweise ganz unterschiedliche Strategien handeln, dass die aber alle ein paar Gemeinsamkeiten haben. Und eine dieser Gemeinsamkeiten ist, dass die alle erstmal nicht auf dieses Geld angewiesen sind. Das heißt, die sind entweder noch in ihrem Beruf sehr erfolgreich, beziehungsweise sind zumindest so gut in ihrem Beruf unterwegs, dass sie sagen, ich brauche jetzt dieses Geld aus dem Trading nicht als persönliches Einkommen, sondern
Ich möchte mir einfach etwas erarbeiten, dass ich vielleicht mal ein paar Jahren vom Trading leben kann, oder aber das soll meine Altersversorgung werden, und ich möchte mir einfach zusätzliches Geld verdienen. Sie sagen jetzt aber nicht, ich muss jetzt diesen Monat noch so und so viel Geld verdienen, um irgendwelche Rechnungen bezahlen zu können. Sind auch teilweise, haben wir Kunden, die haben ihre Firmen verkauft, sitzen jetzt auf einer Menge Geld und wollen natürlich mehr daraus machen. Und das Interessante ist natürlich daran, dass man sieht, dass wenn man ohne Druck arbeitet, also wenn man einfach sagt, okay, gewisse Dinge kann ich doch sowieso nicht beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, wohin der Preis von Öl morgen geht, wohin der Preis von Gold geht, ob die Aktie steigt oder ob die Aktie fällt. Da interessiert es auch niemanden, ob ich einen Put verkauft habe oder einen Call oder ob ich das bei hoher oder niedriger Volatilität gemacht habe. Das spielt alles keine Rolle. Man kann als Trader Dinge, die am Markt passieren, nicht beeinflussen. Wir können uns nur positionieren und können uns so positionieren, indem wir immer wieder etwas machen, was eine positive Erwartungshaltung hat, dass wir sagen, okay, wenn wir das immer wieder machen, werden wir auf Dauer Geld verdienen. Und diejenigen, die sich aber permanent Druck machen, die sagen, okay, du musst jetzt unbedingt, dieser Trade muss jetzt ein Gewinner werden und ich habe jetzt hier einen Call auf Öl verkauft und Öl muss jetzt fallen, weil ich habe das ja so analysiert, die machen sich selber das Leben schwer. Oder beziehungsweise in dem Falle machen sich das Trading schwer. Und im Leben ist es natürlich genauso. Mit allen Dingen, die du machst, wenn du etwas erzwingen willst, dann wirst du nie in dieser speziellen Sache erfolgreich werden. Also wenn du jetzt sagst, du wiegst 10 Kilo zu viel oder 20 oder was auch immer und du sagst, ich muss jetzt abnehmen. Und zwar muss ich jetzt im Monat 7 Kilo abnehmen oder 5 Kilo oder irgendetwas. Dann wird das nie im Leben funktionieren. Natürlich kann man da, es wird es wieder andere Leute gehen und sagen, klar kann man im Monat 5 Kilo abnehmen oder 10, aber darum geht man es ja jetzt gar nicht, sondern es geht ja darum, dass man sagt, okay, es nie geht etwas mit Zwang und mit Druck, sondern dass man sagt, okay, was muss ich denn tun, damit ich langfristig dieses Ziel erreiche? Und jetzt bin ich alles andere als ein Ernährungscoach oder ein Fitnesstrainer. Ganz im Gegenteil, ich brauche da auch immer Hilfe von außen. Ich habe das Glück, dass meine Frau das immer mit mir macht. Aber auch da ist es so, die Leute, die das entspannt angehen, die sagen, okay, Mensch, ich habe hier ein paar Kilo zu viel und ich würde mich freuen, wenn es in einem Jahr weniger ist. Ich denke, in einem Jahr kann ich 10 Kilo abnehmen. Das sind 800 Gramm im Monat. Das ist jetzt nicht übertrieben. Und die schaffen das dann auch. Also das heißt, als erstes, wenn ihr im Leben erfolgreich sein wollt, wenn ihr im Trading erfolgreich sein wollt, ihr müsst euch selber den Druck wegnehmen. Und wer halt mit zu wenig Geld sagt, er will sich als Trader selbstständig machen, dann ist das schon von vornherein sehr, sehr häufig zum Scheitern verurteilt, weil es eben sehr schwer ist, das zu schaffen. So, zweiter Punkt. All die Leute, die ich hier in der Firma kennenlerne, die sehr erfolgreich in ihrem Trading sind, jetzt nicht nur unsere Coaching-Kunden, auch andere, wir haben ja viel Kontakt auch mit anderen Tradern, die ganz andere Dinge traden, egal ob das jetzt selber Coaches sind oder ob es auch in Anführungszeichen ganz normale Trader sind, die man in der Öffentlichkeit gar nicht kennt. Was die alle machen, die sind, wenn sie dann einmal gesagt haben, ich möchte etwas machen, dann sind die aber auch wahnsinnig konsequent. Und wahnsinnig konsequent heißt aber nicht, sich selber Druck machen. Aber dass man eben einfach sagt, ich mache jetzt auch wirklich das, was notwendig ist, um Erfolg zu haben, das ziehe ich jetzt auch durch. Und wenn wir jetzt sagen, okay, im Trading, und ich kann es jetzt nur auf unseren Optionshandel beziehen, weil da kenne ich mich nun mal sehr gut aus, dass man eben sagt, okay, ich mache gewisse Routinearbeiten einfach. Das macht keinen Spaß, jeden Tag hier zu sitzen und diese Morgenroutine zu machen. Heute ist Montag, also wenn ich jetzt dieses Video aufnehme, ist Montag. Heute früh saß ich da, habe mir jeden einzelnen Markt angeschaut, habe mir unser BPDM-System angeschaut. Ich habe mir die COT-Daten vom Wochenende angeschaut. Ich habe mir die saisonalen Muster angeschaut. Ich habe mir die Volatilitäten angeschaut. Und natürlich ist das alles Arbeit, die keinen Spaß macht, ne? Aber es ist nun mal notwendig und es ist viel wichtiger, als hier dann zu sagen, hier F1, F9, ne, zack, 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 ein bisschen rumklickern, um irgendwelche Trades zu machen. Es sind die langweiligen Vorarbeiten, es sind die langweiligen Nacharbeiten. Und die Leute, die ich kenne, die erfolgreich sind, die machen das aber auch konsequent.
Wir bekommen immer mal wieder auch so die Anfragen, Mensch, könnt ihr nicht irgendwie einen Service starten für diese Morgenroutine? Wir zahlen euch da irgendwas im Monat, ihr macht doch sowieso das jeden Tag. Und wir haben uns das auch schon überlegt, dass wir gesagt haben, ich meine, wir machen es eh jeden Tag, verpacken wir es halt schnell in eine PDF, schicken es über ein E-Mail-Programm raus, verdienen noch ein paar tausend Euro extra im Monat. Aber wir haben dann gesagt, nein, wir machen es nicht. Warum? Weil es bringt einfach nichts. Morgenroutine ist so ein einfaches Beispiel. Das dauert wirklich nur 10 Minuten. Und wer sich aber diese Zeit nicht nimmt, wer sagt, ich habe die Zeit nicht, der wird einfach nicht erfolgreich werden. Ich habe kürzlich hier auf Facebook, es gibt ja eine Facebook-Seite von uns, Optionsstrategien oder jetzt auch Tradermacher oder auch ich privat. Und ich habe auf Facebook einen super Spruch gefunden von einem Motivationstrainer. Ich weiß jetzt allerdings leider nicht mehr von wem. Und da stand drin, wer Erfolg haben will, sucht nach Wegen und wer keinen Erfolg hat, sucht nach Gründen. Und das fand ich super. Also Stichwort Morgenroutine. Wenn ich das machen will, weil ich erkannt habe, es ist einfach wichtig für mein Trading, dann finde ich jeden Tag diese 10 Minuten. Und da kann keiner sagen, ich habe so viel zu tun, ich habe beruflich so viel und ich bin so angespannt im Job. Da muss man wissen, was man will. Wenn man das nicht will, wenn man es nicht wirklich innerlich will, wenn man nicht wirklich brennt dafür und sagt, ich möchte unbedingt erfolgreich werden im Optionshandel, dann wird man diesen Erfolg auch nicht haben. Und wer das eben jetzt, um auf diese andere Geschichte zu kommen, mit dem Abnehmen beispielsweise, dann musst du eben konsequent sein. Das heißt jetzt nicht, dass du den ganzen Tag nur noch braunen Reis und Gemüse isst, aber dann kann man eben nicht sagen, ich hau mir jetzt jeden Tag Nachmittag irgendwie ein großes Stück Sahnetorte rein, dann wird das eben nicht funktionieren. Man muss sich keinen Druck machen, weil man hat ja genügend Zeit, ob es nun, wenn es 10 Jahre lang nicht so war, dann kommt es auch auf 6 Monate nicht mehr an. Aber man muss irgendwann mal anfangen, man muss es umsetzen, man muss es wollen und dann muss man auch das dafür tun, was notwendig ist. Und da ist es wirklich so. Und deswegen, lieber Franz, was du mir geschrieben hast, du hast vollkommen recht, Trading ist da genau wie das Leben. Wenn man das eine macht, kann man auch das andere erfolgreich machen. Man muss einfach mal anfangen, den ersten Schritt machen, man muss konsequent sein und man muss sich eben auch immer wieder neu motivieren und sagen, okay, selbst wenn es mal einen Rückschlag gibt, den gibt es ja in allem. Ne? Also so dieses, mich überkommt auch abends immer mal die Lust noch auf einen kleinen Snack um 10 am Kühlschrank, aber dann muss man sagen, nein, man macht das nicht und selbst wenn man es mal macht, da geht jetzt die Welt auch nicht unter. Man darf es auch natürlich dann nicht schönreden und sagen, okay, kannst du jetzt jeden Tag machen. Aber wenn es einmal passiert, muss man jetzt auch nicht alles, was man jetzt die letzten Jahre gemacht hat oder die letzten Wochen, Monate gemacht hat, dann sagen, okay, das ist alles für die Katz, hör auf damit. Man muss sagen, okay, Rückschlag, beim nächsten Mal lasse ich es wieder weg. Und dann kommt man eben mit der Zeit einfach so rein in allen Dingen, dass es Routine wird. Das ist beim Sport so, das ist bei der Ernährung so, das ist hier beim Trading so. Das ist bei seinen Routinen so. Und ihr könnt euch erfolgreiche Menschen anschauen, egal was die tun. Egal ob es Trading ist, egal ob es Business ist, egal, das muss ja jetzt auch nicht irgendwie mit Geldverdienen zu tun haben. Es gibt viele Menschen, die erfolgreich in ihrem Leben sind, was nichts mit Geld zu tun hat, die sich irgendwo engagieren, die sich sozial engagieren, die tolle Sachen machen. Und all die sind in irgendeiner Art und Weise konsequent und vor allen Dingen, sie haben halt irgendwann mal angefangen. Die andere Fraktion sind immer die, die immer nur reden, aber nichts machen. Aber wer anfängt, konsequent dabei bleibt, der kann eigentlich nicht der kann nicht umhin kommen, über kurz oder lang erfolgreich zu sein. Deswegen an alle, denen es so geht wie dem Franz, macht weiter, bleibt dabei, bleibt konsequent, lasst euch von Rückschlägen nicht entmutigen. Trading ist ein erlernbares Handwerk, das ist keine Hexenwissenschaft, keine Raketenwissenschaft, das ist niemandem von Gott gegeben, dass er traden kann, sondern das haben sich alle Leute angelesen, erarbeitet, wie auch immer und ihr könnt das auch schaffen und wenn ihr nicht dran glaubt, wenn ihr sagt, na, ich glaube nicht, dass man traden lernen kann, dann ist es auch eure Realität, dann ist das in Ordnung, dann verschwendet eure Zeit nicht damit, dann macht euch was anderes. Aber wenn ihr daran glaubt, so wie ich, ich habe auch dran geglaubt, ich habe auch es geschafft. Ich habe es auch geschafft und ihr schafft es auch. So, das war's. Es gibt jetzt nicht, wenn einer jetzt denkt, jeder, der jetzt eine E-Mail schreibt, kriegt so ein langes Video zur Antwort. Aber ich habe mich wirklich so sehr über diese E-Mail gefreut, dass ich da antworten musste. Also, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier auf dem Kanal. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.